Kiste die ganze Zeit. Soll ich ihn noch ein bisschen warten lassen? Gut. Warum den Kegeln? Ja, im Kegeln sieht man ganz arg Konzentration, Kondition ist ganz wichtig. Also man muss sich selber sehr gut darauf vorbereiten auf die Spiele. Man macht nicht nur was auf der Bahn, auch neben der Bahn. Und teilweise kann man sich mitziehen lassen von seinen Mitspielern, von hinten, von seinen Fans. Wie man vielleicht heute bemerkt hat, öfters diese lautstarke Unterstützung, die treibt halt einen an und die Sport einen an. Einfach. Ich bin durch meinen Vater zum Kegeln gekommen, schon als kleiner Junge, weil mein Vater relativ erfolgreich ist, damals zu den Besten in Deutschland gehört hat, jetzt immer noch recht erfolgreich ist, habe ich dann irgendwann mit 8 angefangen zu kegeln und seitdem nicht mehr weggekommen. Ich habe es auch mit Fußball versucht früher, bis zu einer gewissen Zeit, bis zu einer gewissen Jugend, aber das Kegeln war dann doch irgendwie intensiver als Sport. Doch immer wieder lustig, die Reaktion zu sehen, weil das immer die gleiche Reaktion ist. Es wird ein bisschen belächelt, manchmal lacht man auch wirklich drüber, manchmal sind die Leute aber doch neugierig, wieso den Kegeln. Also es ist doch eher so diese Klischeesportart, ne? Die älteren Leute, die zusammensitzen, viel Bier trinken und ab und zu mal eine Kugel werfen. Also es wird eher belächelt als wirklich ein Sportwagen. Es ist wirklich nicht so. Ich bin gerade auch noch total durchgeschwitzt. Also es ist eine anstrengende Sportart und es ist wirklich eine richtige Sportart, vergleichbar mit dem Fußball. Wenn ich erzählt habe, früher in der Jugend, da bei meinen Jugendlichen und Kumpels so, ja, du spielst zweite Bundesliga oder Bundesliga, ach, das kann man sich nicht vorstellen, da macht er ja nicht viel. Dann habe ich halt mal ein bisschen so erzählt, was wir so nebenbei eigentlich auch machen müssen, um diesen Sport halt zu bewältigen. Und dann habe ich gesagt auch mal zu jemandem, komm einfach vorbei, trainier mit mir mit. Und dann musste am nächsten Tag sehen, was los ist. Hat er gemacht. Am nächsten Tag konnte er nicht mal richtig mal die Treppen hochlaufen, weil er so Muskelkater hatte in den Oberschenkeln, in Gesäßmuskulatur. Also es ist schon eine sehr anspruchsvolle Sportart. Und deswegen sage ich immer, belächeln kann man jede Sportart, aber selber erst mal ausprobieren, das soll man machen. Ist gut. Du hast sie gut aus. Kann man so machen.